Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen aus dem Keller der Asklepios Klinik Altona. Mein Name ist Axel Arena Avellaneda, ich bin der leitende Arzt der Gefäßchirurgie und wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Es geht nämlich um das diabetische Fußsyndrom und wie Sie die Hauptkomplikation von diesem diabetischen Fußsyndrom vermeiden, nämlich die Amputation. Wir sind heute erstmals auf YouTube live. Und möglicherweise haben wir mehr Zuschauer, als wir wissen. Und deswegen würde ich gerne mit einer Umfrage beginnen. Die erste Folie mal bitte. Und die zweite Folie. Wenn Sie über ein Internetgerät verfügen, gehen Sie auf www.menti.com. Und dann werden Sie aufgefordert, eine Nummer einzugeben. Eine achtstellige, die sehen Sie hier auch. Das ist die 6417. 6125. Ich mache das einfach mal auch selbst, um zu gucken, ob es funktioniert. Also ich wäre online. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Sie müssen ja die Chance haben, zu Ihrem Gerät zu greifen oder parallel auf Ihrem Rechner. Und dann können wir einfach mal gucken, weil so sehe ich, wie viele Leute überhaupt hier sind, was sie wissen. Und manche Fragen stelle ich auch in Bezug auf die Krankheit, die wir heute besprechen. Okay, einer ist über YouTube da, fantastisch. Ich mache mal weiß nicht. Das klingt hier aus, wunderbar. Wir haben immerhin zwei Leute, die das System benutzen. Der große Vorteil ist, Sie können später auch über das System Fragen stellen. Wenn Sie nämlich von YouTube kommen, geht das nicht. Hier bei Asklepios haben wir so ein Chat-System und dann könnten Sie das über YouTube verwenden. Ich warte noch ein bisschen. Nun, das ist übersichtlich. Dennoch ist das nicht uninteressant. Sie können die Fragen ja, wenn Sie sich jetzt nicht angemeldet haben, mitdenken. Wir kommen nämlich jetzt mal zur nächsten Frage. Es geht heute um den diabetischen Fuß und meine Frage an Sie als Zuschauerin oder Zuschauer ist, leiden Sie selbst unter Diabetes? Benutzen Sie das System? Interessant. Bisher haben wir keinen Diabetiker, der sich für dieses Thema hier interessiert. Ich stelle mal die nächste Frage. Und die lautet, wissen Sie denn, was ein diabetisches Fußsyndrom ist, das Thema des heutigen Tages? Okay. Das heißt, wir haben hier auch sehr Neugierige, die damit noch nicht viel anfangen können, umso mehr hoffe ich, Ihren Horizont erweitern zu können. Bei den nächsten Fragen geht es um Schätzfragen. Und das ist eigentlich sehr wichtig, die die Bedeutung dieses Systems, dieser Krankheit zeigen. Sie müssen sich hierzu... Oh, die Internetverbindung hier im Altonaer Keller ist nicht so gut. Pilot. Naja, vielleicht können wir hinterher dann die Fragen stellen. So viele Zuschauer waren es nicht. Die Informationen, die ich abfrage, kommen da auch später im Vortrag wieder. Dann machen wir mal weiter. Ich kann auch selber weitermachen, oder? Alles klar. Gut, fangen wir also an. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus ist eine Arschlochkrankheit. Die wird, wenn sie nicht gut eingestellt wird, über Jahre zu zahlreichen Folgeerkrankungen führen, und zwar im gesamten Körper. Sie sehen das hier einmal dargestellt. Bei der Zuckerkrankheit ist Ihr Blutwert an Zucker erhöht. Kann verschiedene Ursachen haben. Es kann angeboren sein, das ist eher ein Mangel. Es kann aber auch im späteren Lebensalter auftreten. Dann ist das eine sogenannte Resistenz. Das heißt, das Insulin, das ist das Hormon, was den Zucker senkt, funktioniert nicht mehr. Und wenn der Blutwert an Zucker dauerhaft erhöht ist, führt jetzt wirklich zu Organschäden. Wir fangen einfach mal hier an. Sie können durch Zuckerkrankheit Veränderungen der Halsschlagadern und am Gehirn haben und somit haben Sie dann ein erhöhtes Risiko eines Schlaganfalls. Zuckerkrankheit generell führt zu einer Immunschwäche, das heißt, Sie sind anfälliger für infektiöse Krankheiten.
Die Zuckerkrankheit geht erheblich aufs Auge mit verschiedenen Erkrankungen. Sie können die sogenannte diabetische Retinopathie haben. Das heißt, die Netzhaut verändert sich. Sie können einen grünen oder grauen Star erleiden. Die Folge ist, sie können nicht mehr richtig gucken. Das Herz kann angeschlagen sein, zum Beispiel durch eine sogenannte koronare Herzkrankheit. Das heißt, durch die Zuckerkrankheit kommt es zu Einengungen der Herzkranzarterien. Es drohen hier Herzinfarkte und das Tückische beim Diabetes ist, vielleicht merken Sie die gar nicht. Sie haben Veränderungen am Zahnfleisch. Das mag jetzt hier gar nicht so wichtig sein, aber ich zeige Ihnen gleich, warum das für den diabetischen Fuß wichtig sein kann. Typischerweise befallen diese Veränderungen auch die Nieren. Das heißt, die Nierenfunktion verschlechtert sich über die Zeit und das kann bis zur Blutwäsche gehen. Die sogenannte diabetische Nephropathie ist eine sehr gefürchtete Folge und viele der Patienten am Blutwäsche, die wir hier betreuen, bei denen ist das auf dem Boden eines Diabetes entstanden. Der Diabetes befällt die Schlagadern, die Arterien und kann hier zu Verhärtung führen. Das ist nicht so schlimm, aber vor allen Dingen auch zu Einengung und das führt zu Durchblutungsverschlechterung. Sehr häufig, das ist auch sehr wichtig für den diabetischen Fuß, sind die Nerven erkrankt. Das heißt, durch den erhöhten Blutzucker verlieren die Nerven ihre Funktion. Und es gibt verschiedene Nerven. Ich erkläre dazu gleich noch was, was dann alles passiert. Und als Folge dieser Erkrankung können Sie ein sogenanntes diabetisches Fußsyndrom erleiden. Hier einmal umringt. Was ist das nun per Definition? Wenn Sie mal im Internet googeln, unter diabetischer Fuß finden Sie ganz viele Webseiten und auch ganz viele Leute, die sich damit auseinandersetzen, auch ganz viele Gesellschaften. Ich fand diese Definition von der Webseite Diabinfo sehr anschaulich. Ich lese das einfach mal vor, obwohl ich normalerweise nicht einfach so Folien vorlese. Und da steht, unter dem Begriff diabetisches Fußsyndrom oder diabetischer Fuß werden alle krankhaften Veränderungen am Fuß eines Menschen mit Diabetes, mit Zuckerkrankheit zusammengefasst, die zu Wunden und Gewebeschäden führen. Das ist also das Wichtige. Sie entwickeln Wunden. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Sie sehen gleich hier so Bilder. Das gemeinsame Zeichen ist aber immer eine Verletzung, dass die Haut nicht mehr intakt ist. Und Sie sehen hier verschiedene Ausprägungsdiabetes. Das ist ein sogenanntes Malum perforans. Relativ harmlos, ohne Entzündung, aber hier ist ein kleines Loch, das kann bis zum Knochen gehen. Sie sehen hier ein diabetisches Fußsyndrom, wo praktisch die Endkuppe der Zehe abgestorben ist. Und Sie sehen, das sieht sehr unterschiedlich aus, hat auch unterschiedliche Ursachen, die unterschiedlich behandelt werden. Deswegen ist es sehr wichtig zu überlegen, woher kommen diese Veränderungen am Fuß. Sie sehen hier eine Veränderung an der Ferse, auch praktisch hier mit einem Loch in der Sohle, wo man durch die Haut auf das Untergewebe schaut. Und hier sehen Sie einen Fall aus der eigenen Ambulanz. Das ist ein Patient, der lange nicht auf seine Füße geachtet hat. Und hier sind praktisch die Zehen von selber abgefallen. All das ist ein diabetisches Fußsyndrom und die werden alle unterschiedlich behandelt. Kommen wir aber nochmal auf die Ursachen und dann verstehen Sie auch, warum man sie unterschiedlich behandelt. Die Auslöser sind zum einen die Neuropathie, das heißt die Veränderung der Nerven kann allein zum diabetischen Fußsyndrom führen, ebenso die Veränderung der Arterien, aber auch beides zusammen als gemischte Form kann zur Ausbildung dieses Krankheitssyndroms führen. Aber jetzt kommen diese anderen Dinge, zum Beispiel die Immunschwäche. Sie haben durch den Diabetes vermehrte Eintrittspforten und dadurch, dass Ihre Abwehr nicht mehr intakt ist so richtig, ist es für die Bakterien und Pilze viel leichter einzudringen und relevante Infektionen hervorzurufen. Die Nierenfunktion, die so häufig verschlechtert ist, führt ihrerseits zu einer Immunschwäche, die dann wiederum zu vermehrt Infektionen führen kann. Aber diese Nierenschwäche führt auch zu arteriellen Veränderungen, die auch zu Gefäßverhärtungen Einengung führen kann und somit begünstigen hier auch die Nierenveränderung am Ende die Ausbildung der Wunden am Fuß. Die Sehstörungen, Sie erkennen Ihre Wunden nicht. Die Nervenveränderungen führen dazu, dass Sie sie nicht merken und die Augen, die auch durch den Diabetes verändert sind, sehen Sie nicht. Das heißt, Sie kommen oft zu spät, weil einfach keiner die Wunde bemerkt hat. Und zum Beispiel Zahnerkrankungen führen zu Durchblutungsverschlechterungen. Das ist auf den ersten Blick verblüffend und ich möchte heute wirklich keinen Grundlagenvortrag halten,
aber ich will Ihnen einfach zeigen, da stecken ganz viele Dinge hinter. Und das ist aus der eigenen Arbeitsgruppe. Ich war bis vor kurzem an der Uni und da haben wir verschiedene Dinge bearbeitet. Und man weiß halt, das war so eine Kooperation aus Gefäßchirurgie und Zahnärzten, dass eine Entzündung des Zahnfleisches durch verschiedene Mechanismen zu Störungen in der Gefäßwand führen kann, die dann über andere Mechanismen tatsächlich die Ausbildung von Gefäßwänden begünstigen können. Das heißt, eine gesunde Zahnfleischpflege beugt oder kann mithelfen, Gefäßveränderung vorzubeugen. Sie sehen, das ist ein ganz multifunktionelles Gebilde und ganz viele der Veränderungen der Organe bei Diabetes führen letztlich dazu, dass sich Wunden am Fuß ausbilden können. Aber heute geht es jetzt um den Fuß. Ich bin kein Diabetologe, sondern Gefäßchirurg und Allgemeinchirurg. Und wir gehen mal so ein bisschen ins Detail, welche Strukturen das sind. Ich finde, das ist eine sehr schöne Abbildung vom Fuß. Die Basis sind immer hier die Knochen. Sie sehen hier praktisch den Unterschenkelknochen. Sie sehen hier das Fersenbein, den Talus. Sie sehen hier den Mittelfuß und die Mittelfuß-Vorfußknochen. Die sind sehr wichtig, weil wir hier so ein Fußgewölbe haben, das durch die Knochen mit bedingt ist. Sie haben ganz viele Muskeln am Fuß. Die sind zwar sehr klein, aber das ist ein sehr komplexes Gebilde. Hier sind nur die großen Muskeln dargestellt. Sie haben Gefäße am Fuß, Arterien und Venen. Sie sehen das hier einmal exemplarisch dargestellt in der roten Farbe. Sie sehen, die kommen jetzt hier vom Unterschenkel und werden am Fuß immer kleiner. Und dann haben Sie auch Nerven. Die sind hier gelb dargestellt. Da gibt es auch ganz viele, die zum Fuß ziehen. Und die Nerven haben verschiedene Funktionen. Nerven sind dafür zuständig, Informationen zu transportieren. Das kann Erschütterung sein, Vibration, Schmerz, Hitze, Kälte, alles, was Sie merken. Wenn Sie das hier machen, führen sensible Nerven dazu, dass das Gehirn das merkt. Sie haben aber auch motorische Nerven. Das sind die Nerven, die die Muskeln bewegen. Das heißt, wenn ich das hier mache, sind ein Berg motorischer Nerven gerade tätig, die dafür sorgen, dass meine Finger sich bewegen. Und genauso ist es am Fuß. Und Sie haben ein sogenanntes autonomes Nervensystem, das zum Beispiel den Temperatur- und Flüssigkeitshaushalt steuert. Beispielsweise, wenn Sie schwitzen und Ähnliches, kommt dieses autonome System zum Tragen. Alle diese Nerven können durch den Diabetes mellitus geschädigt werden. Entweder einzeln oder aber auch kombiniert. Und Sie haben natürlich als Schutzmantel die Haut. Gerade die Fußsohle hat einen sehr dicken Schutzmantel, ist auch sehr, sehr wichtig. Ich finde immer, der Fuß wird ein bisschen belächelt. Aber ganz ehrlich, sei gut zu deinen Füßen. Sie bringen dich durchs ganze Leben. Behandeln Sie Ihre Füße gut, auch wenn Sie keinen Diabetes haben. Und hier sehen Sie mal, wie komplex das Laufen ist. Menschen laufen im Stand. Klingt einfach. Einfach, Kinder lernen das. Aber das kann man genau analysieren. Und Sie sehen das hier aus einem sehr schönen Buch über den diabetischen Fuß. Das Gehen ist ein ausgesprochen komplexer Vorgang. Das Fußgewölbe spielt eine große Rolle. Und Sie sehen hier, wie beim Gehen ganz unterschiedliche Belastungszonen des Fußes beansprucht werden. Das beginnt an der Ferse, geht dann hier über den äußeren Fußbereich, dann den gesamten Fuß, dann nur den Vorfuß und dann endet das hier am inneren Bereich mit den Zehen. Das ist, wenn Sie ganz gesund sind, der normale Ablauf, wo Druckzonen am Fuß entstehen. Kommen wir jetzt zu den Nervenveränderungen. Der Fachausdruck ist Neuropathie. Das ist Latein. Neural heißt für Nerv. Pathie heißt einfach nur verändert. Und beim Diabetes ist es oft so, dass viele Nerven betroffen sind. Wir sprechen von der sogenannten Polyneuropathie. Und wenn diese verschiedenen Nerven betroffen sind, sind die Symptome auch unterschiedlich. Ich hatte Ihnen ja gesagt, es gibt Nerven, die sind sensorisch. Das heißt, die vermitteln Dinge, die Sie aufnehmen. Wenn diese sensiblen Nerven durch den Diabetes mellitus beeinträchtigt sind, passiert Folgendes. Sie merken Vibrationen nicht mehr. Sie merken nicht mehr, wie sie auftreten. Sie haben kein Gefühl mehr. Das heißt, wenn sie sich verletzen, wo jeder andere, wenn sie eine Scherbe treten, aufschreit, das merken sie nicht. Sie merken nicht diese Verletzung am Fuß, wenn sie das haben. Oder wenn sie chronische Druckstellen haben, weil die Schuhe nicht passen, wo andere Leute Blasen kriegen und den Schuh nicht mehr anziehen, sie merken es nicht. Und sie tragen die Schuhe weiter, bis die Haut kaputt ist.
dann kann es dazu kommen, dass die Nerven so irritiert sind, dass sie schmerzen. Das ist ein ganz typisches Symptom vom Diabetes mellitus, das sogenannte Symptom der brennenden Füße, Burning-Foot-Syndrom. Vor allen Dingen nachts haben sie beidseits an den Füßen wirklich brennende, stechende Schmerzen. Ein Zeichen für so eine diabetische Polyneuropathie. Wenn nun diese motorischen Nerven, die für die Bewegung zuständig sind, am Fuß verkümmern, betrifft das die kleinen Fußmuskeln. Auch die Reflexe können ausfallen. Das führt dazu, dass sie den Fuß nicht mehr richtig belasten. Sie haben eben gesehen, wie das beim Gehen abläuft. Und wenn dann die Belastungen falsch laufen, werden Stellen belastet, die dafür nicht ausgelegt sind und sie merken es nicht. Das heißt, diese Kombination aus motorischer und sensibler Steuerung führt dazu, dass Druckstellen entstehen. Sie haben Gangunsicherheit. Auch das führt zu weiteren Druckstellen. Und wenn diese Nerven des autonomen Systems betroffen sind, haben sie eine Störung der Blutzirkulation. Sie haben eine verminderte Schweißsekretion. Sie haben eine trockene, rissige Haut. Hier können Keime eintreten. Es ist also häufig so eine Kombination aus den verschiedenen Dingen. Und hier sehen Sie das einmal dargestellt. Wenn Sie diese Nervenveränderungen haben, treten an ganz typischen Stellen die Geschwüre auf. Das liegt einfach darin, Sie haben eben gesehen, wo beim Laufen die Belastungen auftreten, an der Ferse und hier an der Innenseite der Großzehe am Großzehengrundgelenk. Und genau hier treten typischerweise Geschwüre auf, wenn Sie einen neuropathischen diabetischen Fuß haben. Das ist also ganz klassisch. Überall da oder hier, das sind praktisch Knochenveränderungen, ein sogenannter Charcot-Fuß. Und hier ist der Mittelfußknochen, guckt hier nach unten. Und wenn man hier auftritt, entstehen hier die Geschwüre. Oder wenn Sie hier so einen vorstehenden Knochen haben, das nennt man Hallux valgus und kein gutes Schuhwerk, genau dort entstehen dann diese Druckstellen, die die Haut betreffen und die in die Tiefe gehen können. Das sind jetzt die Dinge, die passieren durch die Nervenveränderung. Der Diabetes mellitus betrifft aber auch die Gefäße, die kleinsten, vor allem die großen. Und ich benutze jetzt hier heute ein paar Begriffe mit gleicher Bedeutung. Zum Beispiel Makroangiopathie heißt Veränderung an den großen Gefäßen. Und wenn die sich einengen, kommt zu Durchblutungsstörungen, das nennen wir Ischämie. Und der Fachausdruck, vielleicht haben Sie das Seminar dazu auch gehört, ist die sogenannte periphere arterielle Verschlusskrankheit. Raucherbein oder Schaufensterkrankheit sind hier die Symptome. Was halt passiert ist, durch verschiedene Einflüsse kommt es zur Einengung der Arterien. Neben der Zuckerkrankheit ist das hoher Blutdruck, hohe Blutfette und vor allem das Rauchen, die dazu führen. Es kommt also zur Einengung der Blutgefäße und beim zuckerkranken Patienten sind häufig die Unterschenkelgefäße betroffen. Es kommt aber auch dazu, dass die kleinsten Gefäße sich verändern und damit ist die Gefäßwand verdickt und wir haben auch hier dann weniger Sauerstoff im Gewebe. Und letztlich führt das dazu, wenn Sie Wunden entwickeln, zum Beispiel durch Nervenveränderung, heilen die einfach schlechter. Sie haben weniger Sauerstoff im Gewebe. Und wenn nun die Durchblutung irgendwann zu schlecht ist, stirbt das Gewebe ab. Das ist eine sehr gefährliche Situation, weil hier sogar der Beinverlust droht. Und besonders schlimm, ich hatte es schon gesagt, ist diese Kombination. Der normale Patient, der so eine arterielle Verschlusskrankheit hat, hat Schmerzen. Die hat er beim Laufen oder nachts. Und wenn der Patient das hat, kommt er zum Arzt und wir erkennen die Erkrankung rechtzeitig. Der Diabetiker merkt das unter Umständen nicht. Das heißt, diese arterielle Verschlusskrankheit schreitet weiter fort. Der diabetische Patient merkt es einfach nicht und kommt dann in einem sehr späten Stadium. Deswegen ist diese Kombination aus den Erkrankungen besonders gefährlich. Hier noch einmal dargestellt, diese Makroangiopathie, periphere arterielle Verschlusskrankheit. Das ist jetzt hier einmal dargestellt, die Oberschenkelarterie, hier die Unterschenkelarterie. Und dann kommt es in den Gefäßen zu Ablagerungen, die dazu führen, dass der Blutfluss entweder eingeengt ist, hier sind halt Ablagerungen vorn und hinten, oder aber sogar verschlossen sein kann. Und Sie können die Kombination auch aus beidem haben. Sie sehen hier praktisch so ein typisches neuropathisches Ulkus an den beschriebenen Stellen und hier so abgestorbene Zehen. Und jetzt, das wollte ich eigentlich abfragen, ein paar Zahlen, die sehr eindrücklich sind. Wir reden nur über Deutschland. In Deutschland leiden, es gibt keine exakten Zahlen, zwischen 7 und 9,5 Millionen Patienten, diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, an Diabetes.
Das ist eine Volkskrankheit. Und jedes Jahr kommen 500.000 Patienten hinzu. Ich möchte hier nicht über die Ursachen reden, wie Ernährung und Ähnlichem. Das sind einfach Fakten. Jeder vierte dieser Patienten wird im Laufe seines Lebens ein diabetisches Fußsyndrom erleiden. Das heißt, das ist eine super häufige Sache. Das hat auch das Robert-Koch-Institut untersucht und die haben einmal die sogenannte Prävalenz, wollten die feststellen. Das heißt, wie viele Leute mit Diabetes haben gleichzeitig ein diabetisches Fußsyndrom? Und die haben festgestellt, dass in Deutschland aktuell rund zwischen 430 und 590.000 Patienten an einem diabetischen Fußsyndrom leiden. Das ist doch mal ein Wort. Und tatsächlich werden in Deutschland rund 50.000 Amputationen an den Füßen oder Beinen vorgenommen und davon ein Viertel oberhalb des Sprunggelenks. Das heißt, wir reden hier über einen Beinverlust wegen Diabetes. Das Risiko, aufgrund einer Wunde einen Beinverlust zu erleiden, ist für einen Diabetespatienten 50 Mal höher als für jemanden, der keinen Diabetes hat. Und da Diabetes mit dem Alter zunimmt, nimmt auch die Wahrscheinlichkeit für ein diabetisches Fußsyndrom mit dem Alter zu. Wie gehen wir vor? Wichtig ist ja, das rechtzeitig zu erkennen, damit wir auch die geeignete Therapie einschlagen können, weil der Titel des Vortrags ist ja nicht, wie schrecklich ist alles, sondern wie können wir das verhindern. Der Arzt, die Ärztin fragt, wie lange haben Sie denn schon die Wunde, dieses diabetische Fußsyndrom? Wichtig sind frühere Behandlungen. Vielleicht hat ja schon mal eine Amputation stattgefunden. Wir fragen nach Schmerzen. Wo treten die Schmerzen auf? Wie lange haben Sie Schmerzen? Wir fragen, wo können sich das zugezogen haben? Schuhwerk, Verletzungen, sind Sie irgendwo draufgetreten? Ich habe mal gesehen, da hat jemand seine Füße an der Heizung verbrannt in der Polyneuropathie, der kam mit schwarzen Fußsohlen. Uns interessiert natürlich, was nehmen Sie für Medikamente, wie ist Ihre Ernährung? Das sind alles so auch internistische Dinge, die sehr, sehr wichtig sind bei der weiteren Behandlung des Diabetes. Das Wichtigste ist natürlich, die Füße anschauen. Und ich hoffe sehr, wenn Sie Diabetes haben, dass Sie regelmäßig zu Ihrem Hausarzt oder Diabetologen gehen, dass er sich das anschaut. Wir müssen, Füße sind paarig, immer beide Füße anschauen. Wir gucken, haben bereits Amputationen stattgefunden? Das ist ein Zeichen für Diabetes. Und wenn man schon mal eine Amputation hat, ist das ein Risikofaktor, dass erneut amputiert werden muss. Wir gucken, was für Läsionen finden sich. Ich habe Ihnen eben ja die Bilder gezeigt. Haben wir so etwas an der Fußsohle als Verhaunung? Haben wir schwarze Zehen? Haben wir Risse? Das nennen wir Ragaden. Und wir müssen auch immer zwischen den Zehen gucken. Dieser Patient hatte keine Schmerzen, aber Sie sehen hier zwischen der zweiten und dritten Zehe eine offene Stelle. Dieser Patient hat tatsächlich eine sehr relevante Verschlusskrankheit bei Diabetes mellitus. Es ist gefährlich. Hier droht der Beinverlust. Was auch wichtig ist, wir suchen nach Zeichen einer Entzündung, einer Infektion, weil diabetische Patienten merken oft ihre Infektion nicht. Während andere richtige Schmerzen hätten, kommen die Diabetiker oft relativ unbeeinträchtigt zunächst in die Ambulanz. Und unbedingt mit das Schuhwerk angucken. Wir haben eine Wunschsprechstunde und ich gucke mir immer die Schuhe an. Zum einen kann das die Ursache sein und man muss ja auch das Spätere verhindern. Was machen wir als Nächstes? Bei aller Technik, wir untersuchen die Patienten mit den Händen. Wir können spüren, ist die Haut trocken, ist die feucht, als Zeichen so einer autonomen Nervenveränderung. Was wir merken sofort an beiden Füßen, haben wir eine Temperaturdifferenz. Wenn ein Fuß kühler ist, spricht das dafür, dass die Arterien mit betroffen sind. Oder aber einer ist sehr warm, das könnte für eine Infektion sprechen. Wir können sofort merken, einfach nur mit den Händen, ist das Gefühl da, werden die Zehen gut bewegt und Ähnliches. Und ganz wichtig, wir gucken nach den Pulsen, das ist hier einmal dargestellt. Wir können gucken, ob Pulse da sind. Und wenn Sie einen richtig gut tastbaren Puls haben am Fuß, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Arterie eine relevante Einengung hat, relativ gering. Sie merken also, wir können mit relativ wenigen Mitteln schon versuchen, das Ganze einzugrenzen. Geht es in Richtung Nervenveränderung, geht es in Richtung Arterienveränderung? Wir haben bisher kein einziges Gerät benutzt. Und hier sehen Sie mal, wie das gemacht wird. Wir untersuchen immer den ganzen Patienten. Wir tasten auf den Bauch, wir tasten in die Leisten, wir tasten in die Kniekehle und wir tasten hier an der Innenseite und an dem Fußrücken. Das sind die klassischen Stellen, wo man Pulse tasten kann.
Aber dann wird man im Zweifel auch weitere Hilfsmittel hinzuziehen, die sogenannte apparative Diagnostik. Ich will Ihnen ein bisschen zeigen, weil manches ist sehr einfach anzuwenden, für manches brauchen Sie einen Spezialisten. Wir haben die sogenannte Doppler-Verschlussdruck-Messung, den Knöchelarmindex. Ich zeige gleich kurz, wie das geht. Ganz einfach ausgedrückt, messen Sie damit den Blutdruck am Fuß. Wir können den Puls registrieren mit der sogenannten Oszillographie, zeige ich gleich auch. Wir können im Gewebe gucken, wie viel Sauerstoff drin ist. Das nennen wir transkutane Sauerstoffpartialdruckmessung, sehr komplizierter Ausdruck. Aber am Ende hat man einen Prozentwert und weiß, wie viel Sauerstoff im Blut ist. Und wir stellen die Gefäße dar. Und das geht im Ultraschall beispielsweise sehr gut. Das hat keine Strahlung und geht sehr einfach. Und das ist diese Blutdruckmessung am Fuß. Und das ist wirklich nicht schwer. Das kann eigentlich jeder Hausarzt. Das funktioniert so. Sie haben hier eine Sonde. Und die sendet einfach Geräusche aus und damit finden Sie, wo das Gefäß ist. Dann haben Sie hier eine Blutdruckmanschette, die wird aufgeblasen, das Geräusch verschwindet, dann lässt man sie wieder ab und dann kommt das Geräusch wieder und dann hat man einen Blutdruck und das ist der sogenannte Doppler-Verschlussdruck. Und den setzen wir halt in Relation zu Ihrem normalen Blutdruck. Sie wissen, wie man den messt mit einer Manschette am Oberarm. Und am Ende bildet man einen Quotienten und tatsächlich, wenn der niedrig ist, beweist das praktisch eine sogenannte arterielle Verschlusskrankheit. Das ist eine sehr einfache Methode, um sehr rasch zu gucken, was liegt dem diabetischen Fuß zugrunde. Das kann mal ein bisschen schwierig werden aus folgendem Grund. Sie sehen hier ein Röntgenbild von einem Patienten, der jahrelang Diabetes hatte. Sie sehen es noch nicht, aber die Pfeile werden darauf zeigen. Ich hoffe, man sieht es am Monitor. Patienten mit Diabetes können massive Verkalkungen haben. Was Sie hier sehen, ist das Gefäß. Und da ist so viel Kalk in der Wand durch den Diabetes. Ich erwähne es deshalb, weil man bei dieser Blutdruckmessung am Fuß ja eine Manschette aufbläst. Und wenn Sie so einen Kalk haben, können Sie drücken, wie Sie wollen. Das Gefäß werden Sie nie zugedrückt kriegen. Das heißt, beim Diabetes muss man mit der Untersuchung ein bisschen aufpassen. Wenn die Werte hoch sind, kann das an solchen Verkalkungen liegen. Und das sind so andere Sachen. Ich hatte es Ihnen ja schon gesagt. Wir können hier so eine sogenannte Oszillographie machen. Oder hier sieht man mal, wie der Sauerstoff gemessen wird. Und am Ende erhält man halt solche Kurven. Hier sieht man sehr schön, wenn die Kurve so ausschlägt, haben Sie eine gute Durchblutung. Das ist jetzt hier am Oberschenkel, ist alles super. Hier am Unterschenkel ist schon weniger und hier am Vorfuß kommt praktisch kein Blut mehr an. Wenn Sie so einen Befund haben, ist das beweisend dafür, dass Sie die Arterien in Ordnung bringen müssen. Sonst droht Gefahr. Wie können wir der Nervenveränderung auf den Grund gehen? Die Frage der Polyneuropathie. Ich hatte Ihnen ja eben schon gesagt, wie häufig sich ein diabetisches Fußsyndrom entwickelt. Und wir wissen, dass die Hälfte aller Diabetespatienten nach 25 Jahren eine relevante Nervenveränderung hat. Die Hälfte, überlegen Sie mal, 7,5 bis 9 Millionen, davon die Hälfte, knapp 4 Millionen Leute werden eine relevante Neuropathie haben. Wir können das etwas eingrenzen, nicht nur indem wir fühlen, sondern mit so einer Stimmgabel. Da können wir einfach mal gucken, wie ist Ihr Vibrationsempfinden. Und das kann man dann quantifizieren. Da gibt es so eine Skala von 0 bis 8. Und dann kann man das auch im Verlauf gucken, wie gut ist Ihre Nervenfunktion. Dann kann man auch das sogenannte Monofilament benutzen und Ähnliches. Das sind einfache Untersuchungen. Das kann auch ein Gefäßchirurg, kann ein Hausarzt. Bei speziellen Fragestellungen nehmen wir gerne unsere Kollegen der Neurologie hinzu. Die können noch tollere Untersuchungen machen, damit wir feststellen können, ob eine solche Neuropathie vorliegt. Ich hatte Ihnen eben ja gesagt, das kann entweder durch die Arterien bedingt sein oder durch die Nerven. Und Sie sehen hier so eine Aufstellung. Die Hälfte sind nur durch Nervenveränderungen bedingt. 30% der diabetischen Füße sind durch arterielle Veränderungen bedingt. Und gemischt sind es 20. Im Umkehrschluss bedeutet das, in der Hälfte der Fälle mit diabetischem Fußsyndrom liegt eine Gefäßveränderung vor. Und das Wichtige ist, das kann ich behandeln. Die Veränderung der Nerven können Sie nicht wieder rückgängig machen. Einengung der Gefäße aber wohl. Das ist halt auch ein Auftrag an den Gefäßchirurgen und deswegen setzen wir uns als Gefäßchirurgen auch mit dem diabetischen Fuß so intensiv auseinander. Das hatte ich jetzt gesagt, in bis zu 50% sind die großen Gefäße mitbeteiligt. Und das ist jetzt einfach die Prognose dieser
erschreckenden Erkrankungen. Das sind Daten aus Deutschland, Krankenkassendaten, und sehen einfach mal hier, Patienten mit einem diabetischen Fußsyndrom haben nach 2 Jahren 32% Amputationen hinter sich. Das sind jetzt Amputationen von Zehen und von Beinen. Nur in 20% wurde ein Gefäß in Ordnung gebracht. Und diese Zahl finde ich so erschreckend. Das 4-Jahres-Überleben ist noch nicht mal 60%. Haben Sie nur eine arterielle Verschlusskrankheit, ist die Amputationsrate deutlich geringer. Viele Gefäße können hier wieder in Ordnung gebracht werden und das Überleben ist auch besser. Und wenn Sie beides haben, haben Sie so ein Mischbild aus beiden. Es ist also schon so, dass der Diabetes erheblich Einfluss nimmt. Was auch erschreckend ist, das sind auch Daten aus Deutschland, bei fast 40 Patienten, die eine relevante Minderdurchblutung hatten, ist, bevor das Bein amputiert worden, keine Gefäßdiagnostik erhoben worden. Das finde ich als Gefäßchirurg erschreckend. Sie müssen, bevor Ihnen irgendjemand sagt, wir müssen das Bein amputieren, zumindest wissen, wie ist der Gefäßstatus. Vielleicht können wir ja noch was machen. Ganz wichtiges Thema. Oder hier nochmal, was bedeutet das, wenn Sie ein diabetisches Fußsyndrom haben? Kumulative Mayo-Amputationsrate heißt, es wird einfach addiert, wie viele Leute hatten dann im Verlauf die eine Ober- oder Unterschenkelamputation. Sie sehen das mal hier. Nach einem Jahr haben Patienten mit diabetischem Fußsyndrom fast 9% eine Beinamputation und nach 10 Jahren 1/4. Das sind halt die Daten und wir können es besser. Wir können, wenn wir gut reagieren und gut behandeln, diese Daten deutlich senken. Tatsächlich hat man halt so eine Analyse gemacht und festgestellt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Bein verlieren, steigt mit Ihrem Alter, wenn Sie an der Dialyse sind und wenn Sie eine arterielle Verschlusskrankheit haben. Und nochmal weitergedacht, fast alle Patienten, bei denen eine Beinamputation durchgeführt wurde, hatten Gefäßveränderungen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle die Wichtigkeit der Gefäßdiagnostik und Gefäßtherapie bei dem diabetischen Fußsyndrom noch einmal in Ihr Bewusstsein bringen. Dann gibt es noch weitere Untersuchungen, die wir durchführen müssen beim diabetischen Fußsyndrom. Wir müssen gucken, ist der Knochen entzündet? Osteomyelitis, ganz eigenes Thema. Es gibt Fußchirurgen, die sich Tag aus, Tag ein damit befassen. Oder Charcot-Füße, das sind so Verformungen von den Knochen, die auch wirklich ganz wilde Verformungen mit sich bringen. Dazu machen wir Röntgenaufnahmen, entweder mit normalen Strahlen oder mit der Magnetresonanztomographie. Wir machen Laboruntersuchungen, auch im Hinblick, ob vielleicht Infektionen vorliegen. Hier helfen uns auch andere Untersuchungen, wie die Ultraschalluntersuchung, ob vielleicht in der Tiefe Infektionen sind, die wir entlasten müssen. Und jetzt kommen wir zur Therapie. Wie behandeln wir ein diabetisches Fußsyndrom? Diese Abbildung finde ich eigentlich sehr schön. Sie ist aus dem gleichen Buch wie eben. Und Sie sehen hier einfach, wie behandle ich das? Basisdiagnostik habe ich Ihnen ja eben genannt. Zum einen, der Diabetes muss eingestellt werden. Es gibt so einen Mittelwert, da können wir im Blut gucken, wie ist der Blutzucker auf Dauer. Das nennt sich HbA1c. Und der sollte einen bestimmten Wert unterschreiten. Wenn er das nicht tut, brauchen Sie eine Therapie, Ernährungsumstellung, Medikamente und Ähnliches. Haben Sie eine neurologische Ursache, dann ist vor allen Dingen wichtig, den Druck von diesem Ulkus runterzunehmen. Ich zeige Ihnen gleich ein bisschen, wie das geht. Und das Ziel ist einfach, den Druck umzuverteilen, damit die Haut heilen kann. Das ist mehr, muss man eigentlich bei so einem neuropathischen Ulkus nicht machen. Da ist vor allen Dingen der Schuhmacher wichtig. Haben Sie aber Anzeichen eines Gefäßleidens, ist es ganz wichtig, das festzustellen und hier sehr rasch die Durchblutung zu verbessern. Dann, wenn der Fuß sich verformt hat, ist es auch wichtig, praktisch zu entlasten und damit keine Wunden zu entstehen, entweder innere Operationen zu machen, das machen Orthopäden, oder aber auch das Schuhwerk anzupassen. Und 2 Dinge fehlen mir hier. Eine Infektion beim Diabetiker ist ein Notfall. Da müssen Sie rasch handeln. Die Leute brauchen eventuell eine Operation und ein Antibiotikum. Und die Therapie der Wunde ist nochmal ein eigenes Thema. Vielleicht haben Sie ja Lust. Ich habe dazu auch ein Webinar gemacht vor 2 Jahren, sich das anzuschauen zur modernen Wundtherapie. Das gehört für mich auch mit dazu, wenn man einen diabetischen Fuß behandelt. Und hier sehen Sie einfach mal, wie es funktioniert. Das Bild haben Sie vielleicht schon gesehen. Oh, guck mal, hier ist ein Chat. Können Sie mal gucken, was die Anfrage ist. Okay.
Alles klar. Sie sehen hier ein Malum perforans, wie wir das nennen, ein neuropathisches Ulkus. An typischer Stelle beim Diabetiker. Alles, was wir gemacht haben, ist die Hornhaut abgetragen, entlastet mit einer Sohle und bereits nach 4 Wochen ist das Ding komplett abgeheilt. Das heißt, bei so einem Ulkus ist weniger wichtig, was da drauf kommt, als vielmehr, was wegkommt. Nämlich der Druck muss weg, dann heilen die quasi von selbst. Und hier ist natürlich wichtig für die Zukunft, das hat ja eine Ursache, dass es entstanden ist, das Schuhwerk muss angepasst werden. Entweder durch eine entsprechende Sohle oder Ähnliches, da arbeiten wir halt mit Orthopädie-Schuhmachern zusammen. Hier auch so ein Beispiel, eine alte Dame, die hier diese Wunde hatte mit Diabetes. Sieht zunächst mal eigentlich giftig aus und die Ursache, deswegen schauen Sie sich das Schuhwerk an. Das ist eigentlich ein Verbandsschuh, der hilfreich sein soll und die hat hier diese Kante. Und das ist genau da, wo die Wunde ist. Auch hier relativ wenig Aufwand. Die Hornhaut wird entfernt. Die Kante wurde geglättet bzw. in den Schuh angepasst. Und bereits, Sie sehen es hier, 14.07. bis 11.08. Nach 4 Wochen ist das Ding abgeheilt. Mit wenig Aufwand. Das heißt, Sie müssen den Druck entlasten. Und letztlich gibt es so einen Spruch, die dauerhafte und vollständige Entlastung der Fußläsion ist die Grundvoraussetzung für die Abheilung. Und neben den eben gezeigten Änderungen des Schuhwerkes gibt es natürlich noch bei schlimmeren Fällen, haben Sie immer die Möglichkeit, im Krankenhaus Bettruhe zu machen. Man kann mit dem Rollstuhl entlasten. Und was, bitte, wenn Ihr Hausarzt Ihnen sowas verschreibt, ein Vorfußentlastungsschuh sollte nicht verwendet werden. Das ist ein sogenannter Vorfußentlastungsschuh und Sie sehen, wo er belastet, am Vorfuß. Die Dinger taugen nichts. Sollte man nicht machen. Sehr gerne wird ein sogenannter Total Contact Cast angewendet. Damit können Sie komplett Wunden entlasten. Das Anliegen ist allerdings schwierig. Die gibt es auch als sogenannte Orthesen, als Walker. Und in letzter Zeit hat das sogenannte Filzen relativ viel Aufmerksamkeit erregt. Ich zeige Ihnen das mal. Was man im Einzelnen macht, womit, dafür gibt die Deutsche Gesellschaft für Diabetes, die DDG, und hier die sogenannte Arbeitsgemeinschaft Fuß sehr wertvolle Hinweise. Die teilt halt in verschiedene Risikogruppen ein und sagt, wie behandle ich den Fuß, damit kein Ulkus entsteht. Ich möchte jetzt hier nicht weiter drauf eingehen, aber das kann man nachschlagen im Internet zum Beispiel. Das habe ich mir gestern heruntergeladen. Das ist schon sehr wichtig. Für mich im Krankenhaus ist das hier am wichtigsten, die akute Läsion. Hier ist tatsächlich wichtig die komplette Entlastung, damit das abheilen kann. Alles Weitere kommt dann etwas später. Und das ist dieses Filzen. Weil, ganz ehrlich, so ein Total Contact Cast, so ein Gips, der ist zwar toll, aber viele von Ihnen, die sind schwer anzulegen, da muss man die auch nachts tragen. Selbst wenn Sie nachts einmal auf Toilette müssen und auf die Wunde treten, ist das schon schlecht. Aber mit so etwas, Sie können hier den Filz anbringen und die Wunde dort entlasten, ist mit relativ wenig Aufwand zu machen. Das hat in der Pflege wirklich jetzt viel Aufmerksamkeit erregt und auch so kriegen Sie letztlich eine Entlastung und damit eine Abheilung hin. Das ist bei den sogenannten neuropathischen Ulzera. Sie haben gesehen, wie die aussehen und wie man das machen kann. Da ist eigentlich nur Zeit der Schlüssel. Ganz anders sowas hier. Sie sehen ein relativ aktuelles Bild aus der eigenen Klinik. Patient mit Diabetes, der hat hier diese schwarze Verfärbung und die Zehe ist rot. Höchste Alarmbereitschaft. Die Durchblutung ist schlecht und wir haben eine Infektion. Und als Ursache sehen wir eine höchstgradige Verkalkung der Leistenschlagader. Der Patient braucht schnell wieder Blut im Fuß. Und da ich Gefäßchirurg bin, wollte ich Ihnen davon auch was zeigen, wie wir sowas machen. Ich hoffe, die Bilder sind nicht zu rot. Aber das ist ein Eingriff. Wir würden die Leistenschlagader freilegen. Das sehen Sie hier. Und dann haben wir hier den Kalk. Den schälen wir heraus. Das kann man eigentlich sehr elegant machen. Es verbleibt dann ein sehr hübsches Gefäß ohne den Kalk und das verschließen wir mit so einem Flicken. Das ist ein sehr übersichtlicher Eingriff, der sehr gut vertragen wird. Und so haben wir bei diesem Patienten wieder, die Hauptursache war tatsächlich oben in der Leiste, wieder Blut in den Fuß bekommen. Im zweiten Schritt wurde das Endglied der Zehe dann amputiert. Oder hier ein anderes Beispiel, diabetischer Fuß. Hier droht quasi, dass das Gewebe weiter abschnitt. Der Patient ist relativ rechtzeitig gekommen. Auch hier steht aber die Durchbehandlung der Durchblutungsstörung im Vordergrund, nicht die Entlastung. Und hier haben wir es anders gemacht. Sie sehen hier eine sogenannte Angiografie. Hier sind die Gefäße dargestellt mit Kontrastmitteln. Und was Sie hier sehen,
von oben nach unten. Hier sind schon mal ein paar Stents eingesetzt worden. Hier ist das Kniegelenk, sehen Sie im Knochen. Hier unten ist bei den Patienten das Problem. Hier im Übergang von der Kniearterie zur Unterschenkelarterie hat er eine höchstgradige Enge als Ursache für die schwarze Stelle an der Zehe. Und letztlich, was man da macht, man nimmt einen Ballon, man geht mit einem Draht durch die Läsion durch, bläst den Ballon auf, die Einengungen werden in die Arterienwand gedrückt und so sieht das dann hinterher aus. Und mit diesem relativ kleinen Eingriff konnten wir wieder ausreichend Blut in die Zehe kriegen. Da muss auch keine Amputation vorgenommen werden. Der Patient ist rechtzeitig gekommen und das Problem konnte gelöst werden. Wir haben noch ganz andere Möglichkeiten. Hier sehen Sie, wenn ganz viele Stents in einer Arterie ist hier dargestellt, die gehen irgendwann zu. Und dann hat der Gefäßchirurg Möglichkeiten, mit einem Bypass auch wieder was zu machen. Und hier sehen Sie nochmal, wie weit wir gehen. Das ist ein Patient mit einem schweren diabetischen Fußsyndrom mit einer massiven Infektion, wo wir nichts mit einer Aufdehnung machen konnten. Sie sehen hier praktisch das abschließende Fußgefäß. Hier haben wir einen Bypass drauf gemacht. Relativ aufwendige Chirurgie macht nicht jeder Gefäßchirurg, aber in dem Fall hat es geholfen. Und das ist praktisch die Wunde. Für Sie mag es vielleicht erschreckend aussehen, für einen Chirurgen sieht die gut aus, weil dieses rosige Zeug ist Heilgewebe. Und dieser Fuß heilt nach dieser Operation. Und ich möchte da einfach nochmal das Augenmerk auf die Wundbehandlung richten. Moderne Wundbehandlung, nur in ein paar Worten. Sie müssen alles, was tot ist, abtragen. Das nennen wir Debridement. Und dann muss man ein sogenanntes ideales Wundmilieu schaffen mit der sogenannten phasengerechten Therapie, sodass Heilgewebe entstehen kann. Und Sie müssen Infekte behandeln. Und letztlich ist das eine eigene Wissenschaft für sich. Es gibt, glaube ich, 5000 verschiedene Verbandsmaterialien am Markt. Wichtig ist, dass ein Behandler sich damit auskennt und nicht irgendwas drauf macht. Dafür gibt es wirklich zertifizierte Wundbehandler und lasse sich nicht irgendwas aufschwatzen. Diese Wunden bedürfen tatsächlich auch einer sehr ordentlichen Wundtherapie. Das heißt, es hört nicht auf mit dem Lösen des Gefäßproblems oder mit dem Druck. Sie müssen auch Wundtherapie beherrschen heutzutage. Was wir machen, hängt halt maßgeblich von der Ursache ab. Und hier sehen Sie einen sehr gemeinen Befund. Sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus, ist eine Wunde, aber es ist eine massive Rötung hier. Dieser Patient hat eine massive Entzündung der Fußsohle, hier droht praktisch der Beinverlust und die Blutvergiftung, das muss operiert werden, wurde weit eröffnet, Antibiose und Ähnlichem, und zwar sehr rasch in einem ersten Schritt. Und da möchte ich Ihnen etwas erzählen, falls Sie Diabetes haben, was relativ neu ist, das gibt es seit 2-3 Jahren, nämlich das sogenannte Zweitmeinungsverfahren zur Amputation beim diabetischen Fußsyndrom. Das ging durch den gemeinsamen Bundesausschuss. Und wird von den Krankenkassen bezahlt. Das ist wichtig. Das bedeutet, wenn ein Arzt beim Diabetes die Indikation stellt, eine Amputation zu machen, haben Sie als Patient das Recht, beim anderen Arzt eine Zweitmeinung dazu einzuholen. Das funktioniert nicht bei Notfällen, da brennt die Bude, da muss man machen. Aber wenn man Zeit hat, haben Sie das Recht, sich eine zweite Meinung einzuholen. Ich finde das sehr wichtig. Gerade auch mal einen Gefäßchirurgen hinzuzuholen. Und so sieht das Ganze aus. Der Arzt sagt, man muss entweder eine Zehe oder ein Bein amputieren und klärt den Patienten auf. Und der Arzt muss dem Patienten sagen, Sie haben das Recht auf eine zweite Meinung. Dann muss der Patient jemanden finden, das läuft hier über die KV, das ist diese Nummer 116117, Zweitmeinung, läuft auch über die Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß, das nennt sich ag-fuß.ddg.de. Und so finden Sie dann jemanden für eine Zweitmeinung, der sich das Ganze anschaut und sagt, ja, ich bestätige das, oder sagt, Mensch, hier können wir nochmal einen Bypass machen, wie auch immer. Und was ich auch sehr sinnvoll finde, um Amputationen zu verhindern, der sogenannte Fast Track. Das ist eine Publikation, also eine Veröffentlichung, die kam vor 4 Jahren raus. Ich will Sie jetzt auch nicht mit Details langweilen, aber die haben komplette Vorschläge gemacht, wie sowas laufen soll. Das ist jetzt hier mehr für Ärzte, ist relativ komplex, wurde aber umgearbeitet und das finde ich persönlich, das nägt jetzt im klinischen Alltag sehr wichtig. Also, der Patient entwickelt eine Wunde am Fuß. Und nun kommt der Pflegedienst, muss erstmal kein Arzt sein. Davon hängt ab, wie es weitergeht.
Sieht der Pflegedienst eine Infektion, Rötung, Eiter oder Überwärmung? Oder aber kann er den Puls nicht tasten? Oder ist Gewebe abgestorben? Oder aber ist die Wunde tief? In dem Fall, wo auch nur ein Kreuz da ist, ist es was Schwieriges. Da muss man hier gucken. Ist aber weder eine Infektion da und die Pulse sind sicher und das Ganze ist oberflächlich, ist das nichts Dringendes. Dieser Patient muss nicht sofort ins Krankenhaus. Der muss auch nicht sofort zu einem Wundspezialisten. Dann kann man nämlich einfach mal schauen und behandelt mit 2 Wochen mit Entlastung, wie eben gezeigt, und Verbänden. Und wenn sich das innerhalb von 2 Wochen verkleinert, war es das. Haben Sie hier ein Kreuz? Muss man nochmal weiterschauen. Hat der Patient Fieber? Absoluter Notfall. Ist das der Fuß kalt? Absoluter Notfall. Haben Sie eine Infektion in der schwarzen Stelle? Absoluter Notfall. Diese Patienten müssen innerhalb von 24 Stunden ins Krankenhaus. Und bei allen anderen müssen sie innerhalb von 3 Tagen in eine spezialisierte Fußbehandlungseinrichtung. Und das kann wirklich die Pflege, Pflegerinnen und Pfleger beantworten und damit einschätzen, wie wichtig das ist. Oh Mann, die Zeit rast schon vorbei quasi. Ich fasse zusammen. Wie können Sie als Patient verhindern, dass Amputationen notwendig werden? Vermeiden Sie Läsionen. Der Diabetes muss gut eingestellt werden, der Blutzucker. Achten Sie aufs Schuhwerk. Man muss einfach mal schauen, wenn so abgewetzte Sohlen sind, wird es mal Zeit für ein paar neue. Vermeiden Sie Bagatellverletzungen. Laufen Sie nicht barfuß im Garten rum. Wenn Sie in eine rostige Sicherheitsnadel treten, die ein Gesunder einfach wegsteckt, verlieren Sie Ihren Fuß. Am Strand tragen Sie Badelatschen. Das ist ganz wichtig. Untersuchen Sie regelmäßig Ihre Füße. Sie selbst oder durch Ihren Partner, Partnerin, durch den Arzt. Sind auf einmal Wundsekrete da? Haben Sie eine Gefühlsveränderung? Im Zweifel gehen Sie zum Arzt und zeigen Sie das jemandem. Gehen Sie rechtzeitig. Warten Sie nicht, bis das Ding riesig ist oder das Gewebe schwarz wird. Von unserer Seite ärztlicher wichtig ist, rasch die Ursache abzuklären. Vor allen Dingen, wenn es ein Gefäßleiden ist, muss ein Gefäßspezialist daran. Lange warten gefährdet Beine. Die Druckentlastung hatte ich Ihnen genannt bei einem neuropathischen Ulkus. Wichtig ist, der diabetische Fuß mit Infektion wird unterschätzt. Der muss von einem Chirurgen eingeschätzt werden, ob dort eine Notfalloperation notwendig ist. Der Diabetes muss mit eingestellt werden. Man muss den Diabetes, die Ernährung umstellen und Ähnliches. Die Wunde muss mittherapiert werden, was ganz wichtig ist. Ich bin zwar im Krankenhaus, aber wichtig ist, dass ambulant auch weitergemacht wird. Es bringt ja nicht, dass ich die tollste Leistung hier bringe, entlasse den Patienten ohne weitere Pflege. Der ist ja in 2 Wochen wieder da. Und es gibt wirklich tolle orthopädische Chirurgen, die weitere Läsionen verhindern, indem sie durch Maßnahmen das Fußgewölbe verbessern. Und das Ganze, die Therapie des diabetischen Fußsyndroms ist interdisziplinär. Wir haben hier ein Geflecht aus Hausarzt, Diabetologen, Angelungs- und Gefäßspezialisten, Nervenärzten, Nierenärzten, Röntgenärzten, Gefäßchirurgen, Fußchirurgen, Orthopädieschuhmachern, Podologen. Und das ist noch nicht mal vollständig. Das ist interdisziplinär. Das ist auch wichtig. Und deswegen sind Strukturen wichtig. Wir sind ein bisschen stolz. Als Gefäßchirurg ist mir gelungen, dass wir uns von der Diabetesgesellschaft für die Behandlung von diabetischen Füßen stationär zertifizieren konnten. Das zeigt, bei uns liegen alle Strukturen für eine suffiziente Behandlung vor. Hier ist so eine Telefonnummer. Wenn Sie sowas haben, können Sie sich gerne bei uns vorstellen. Wir gucken uns das an und können Sie hoffentlich gut behandeln. Und wenn Sie weitere führende Informationen haben wollen, ich habe tatsächlich ein paar Webinare schon gemacht, zum Beispiel, was macht der Gefäßchirurg oder chronische Wunden, auch zur Gefäßverkalkung, da Sie das Ganze ja runterladen können, dass ich das jetzt gar nicht so lange stehen. Und ich möchte einmal gucken, ob ich jetzt nochmal das mit den Fragen schaffe, mit dem Menti. Wir versuchen es noch einmal, ob es hinhaut. Vielleicht sind ja jetzt mehr auch bei YouTube und dann können wir mal gucken, ob wir das machen können mit den Fragen. Das machen wir mal weg, weil jetzt geht es nur noch darum, dass wir Fragen stellen möchten. Genau. Wenn Sie sich anmelden, besteht hier entweder im Chat bei Asklepios oder über Menti, über YouTube, uns Fragen zu stellen. Hier ist eine Frage im Chat. Gehören kleine Wunden bei Diabetes am Unterschenkel auch zum DFS?
Klassischerweise nicht unbedingt, wir machen es gern, aber das diabetische Fußsyndrom betrifft vor allen Dingen die Füße und macht ja tatsächlich auch Sinn von der Einteilung her, weil am Unterschenkel haben sie nicht diese Druckläsion, das heißt neuropathisch kann es nicht sein. Dann ist es so, dass in der Regel Probleme mit der Durchblutung auch eher an den Zehen sind. Sie können natürlich trotzdem eine relevante arterielle Verschlusskrankheit bei Diabetes haben, ist dann so ein Mischbild. Kann durchaus zusammen vorkommen, aber ich würde dann tatsächlich nicht von einem diabetischen Fußsyndrom sprechen. Wie viele Amputationen führen Sie durch? Also die Frage lautet, wie viele Amputationen führen Sie wegen eines diabetischen Fußsyndroms im Jahr durch? Die Frage ist sehr zweischneidig, weil wenn ich sage, ich amputiere sehr viel, kann es entweder bedeuten, dass wir sehr viele Patienten behandeln oder dass wir überdurchschnittlich amputieren. Die genauen Zahlen habe ich nicht. Ich würde mal sagen, dass wir wegen diabetischen Fußsyndrom oberhalb vom Sprunggelenk, also eine sogenannte Major-Amputation machen müssen, sind rund 10 Patienten. Wir haben sehr viele richtig komplexe diabetische Füße, die in unsere Notaufnahme kommen. Und die stationär als Notfall eingewiesen werden, haben meist ein sehr fortgeschrittenes Stadium. Und da sind relativ häufig 10 Amputationen notwendig. Ich würde mal schätzen, wir machen im Jahr 40, 50 Zehenamputationen. Das müsste ungefähr hinhauen. Was wir halt machen, das macht man seit vielen Jahren so in der Gefäßchirurgie. Früher hat man bei Diabetes im Gesunden amputiert, damit es heilt. Das hat dazu geführt, dass viele Beine amputiert wurden, einfach um eine schnelle Heilung zu erreichen. Der Patient war schnell wieder raus, ist aber fatal. Heute wird manchmal etwas zynisch als Salamitaktik bezeichnet, machen wir es aber anders. Wir versuchen, so viel Gewebe wie möglich zu erhalten. Kann sein, dass wir nochmal nachoperieren müssen, aber wir geben so die Chance, dass der Patient wirklich so viel Fuß wie möglich behält. Ich persönlich bin auch der Meinung, wie Wolfgang Tigges, der mich hier sehr gut eingearbeitet hat zu dem Thema, dass auch eine Zehenamputation vermieden werden sollte, wenn es irgendwie geht, weil sich das Fußgewölbe doch ändert und dann ändert sich die Statik und es können dann doch wieder neuropathische Ulzere ausstehen. Wir versuchen, jede Amputation zu vermeiden, die es wie geht. So, schade, mit dem Menti kommt keine Frage. Hier bei Asklepios im Chat. Keine weiteren Fragen. Schon wieder viel länger geredet. Ich dachte, ich würde nur 20 Minuten reden. Jetzt sind es doch wieder 50. Zeigt aber, dass ich mich für das Thema sehr interessiere. Sie können sich, wie gesagt, Telefonnummer hatte ich Ihnen gezeigt, sehr gerne bei uns vorstellen. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und im Juli halte ich mein nächstes Webinar. Vielleicht haben Sie ja Lust zuzuhören. Vielen Dank. Tschüss.